Malerei ist Philosophie mit bilderischen Mitteln. Und das ist auch mein Credo. Ja, herzlich willkommen im Gräfreich. Es gibt eben drei Eckpfeiler in meiner Kunst. Das sind die Malerei, die Zeichnung und die Dichtkunst. Zur Technik. Öl ist einfach mir das Liebste, wo es sehr teuer ist und. Das ist überhaupt ein teurer Beruf. Atelier etc., Bilderrahmen. Die Zeichnung war in meiner Studienzeit und auch vorher das Bestimmende, auch zum Teil aus natürlich Geldmitteln. Ja, welcher Student hatte damals Geld? Und ist erst dann vor circa 12, 13 Jahren voll eingeflossen. Und ich habe seitdem an die 60.000 Zeichnungen gemacht. Ich lernte Tarana, sprich die formale Bewältigung, durch viel und jahrzehntelanges Üben, um förmlich spielerisch in einen Tyrana-Zustand kommen zu können, wie beim Malen des Bildes, zum Beispiel Talamone Südtoskana. Ich stehe mit Farbpaletten, Staffelei und einem 80x100 cm großen Leinwandformat am Stand von Talamone, vor mir eine Meeresbucht und schwarze Tufffelsen. Der faktische Malvorgang im Fall eines Ölgemäldes beginnt bei mir mit der Festlegung des genauen Ausschnittpunktes. Ich verwende dafür eine Art Gucker, banal zu erklären wie ein Passepartout, verstärktes Passepartout. In meinem Fall sind es Hölzer, Holzrahmen praktisch, wo ich millimetergenau den von mir bevorzugten Ausschnitt feststelle. Vollste Konzentration. Obwohl die Vorzeichnung mit Kohle blitzschnell geht, muss sie doch auf Millimeter die wesentlichen Punkte fixieren. Ist die Vorzeichnung beendet, kommt es zu einem fließenden Übergang von Dharana, der konzentrierten Arbeit, und Tyrana, der gut als möglich Einswerdung mit dem jeweiligen Sujet. Sprich, das Handwerk muss äußerst präzise sitzen. Dann erst kann sich die sogenannte Intuition oder Vorstellungswelt Indianer entfalten, begünstigt durch meine Affinität in diesem Fall für Wasser und mächtige Felsen, in die ich mich ohne Skrupel, ohne Hemmungen, ohne Einschränkung, augenblicklich im Nu quasi versenke und das farbige Gestalten kann beginnen. Die Abfolge des Bild- und Farbenaufbaus ist bei meinen Bildern ganz klassisch. Von hinten nach vorne, vom Dunkel ins Helle. Die verschiedenen Modulationen der jeweiligen Farbtöne. Meiner Meinung nach käme Samadhi dann, die letzte Versenkung, wenn dieser Schaffungsprozess sich zum Beispiel im Alter endgültig erschöpft hätte. Thank you.
Insofern kam mir der Gedanke beim Betrachten meiner selbst, bei meiner Arbeit in der Natur, geht es hier für mich doch um einen de facto brahmanischen Zustand, in dem Physis bloß Mittel zum Zweck ist. Und hier das Ergebnis, exemplarisch mein Gedicht zu den vier Sätzen der Suite Nummer 2, Opus 55. Solveigs Lied. Bruder Moll, umarmet Schwester Dur, keuscher Tanz Seele durch die Auen, um Gräser, Blumen, heiter Wein, die Sonnen, Odenbrang, kindlich Lüfte süßen durch der Frühlingsblüten Nektarsang, und Ewigkeit gebäret Zeit, stumpfer Schatten leget müdes Haupt, und befreit Türkischimären, flattern lichtertrunken heimwärts, strahlbelaubt, und so auch ich.